Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landfischers Simulator. Wir wollen jetzt hier diese Aufgabe machen, diese Box hier einmal, was weiß Gott, wohin zu fahren. Auf jeden Fall machen wir es. Das sehen wir dann gleich erst, wenn wir den Auftrag angenommen bzw. angefangen haben. Weil das zählt dann quasi hier als Annehmen. Gut. Okay. Sollte eigentlich da ganz gut drin stecken. Hab ich so. Oh, da hinten hin. Seht ihr schon unten auf der Map? Da ist so ein grüner Kringel. Da werden wir das wohl hinfahren müssen. Also einmal quer rüber. In 7,5 Minuten. Schaffen wir schon irgendwie. Was mich gerade wundert, ich habe gerade weniger FPS. Ich weiß gar nicht, ruckelt es jetzt gerade für euch? Mir kommt es nicht so vor, als würde es ruckeln, aber. Laut der FPS-Zahl müsste es ruckeln. Sogar bei meiner dieses Mal. Aber na gut. Die FPS können sich auch mal irren. Die sind jetzt bestimmt gerade irgendwie im Urlaub. Und kümmern sich da gerade nicht so gut drum. So. Ich hoffe, dass ich genug Parts mache. Das wäre gut. Haben wir hier auf jeden Fall nochmal eine schöne Runde durch die ganzen Gefilge hier. Ich schätze mal, es wird so ungefähr in die Richtung gehen, wo wir letzte Mal auch waren. Schade, dass der Radler da nicht ein bisschen schneller fährt. Das wäre dann auch gut, aber ich meine, das sind hier fast 10.000 und das ist eigentlich leicht verdientes Geld. Die fahren wir jetzt auch durch, auch wenn die Helfer da... Oh, ja, stimmt, Helfer... Kann sein, dass der Grober dann gleich den Drescher einholt. Dann müssen wir da doch nochmal irgendwas machen. Helfer ausschalten und dann schnell weiterfahren, bevor hier Zeit verloren und so. Okay, fahr los. Komm. Ich glaube, die 10 Sekunden konnte man sich jetzt noch erlauben. Hoffentlich, weil das Problem wäre jetzt gewesen, der Mähdrescher wäre stehen geblieben. Mitten auf dem Feld war der Vollwehr. Dann wäre der Grober einfach weitergefahren, hätte zum einen unser Raps, das noch nicht geerntet wurde, wieder ja, geschreddert und unter die Erde gemixt. Dann hätten wir da wieder schön säen können, aber wir hätten keinen Ertrag davon gehabt, von dem, was wir da vorher gemacht haben. Und das ist natürlich ziemlich blöd. Und deshalb machen wir das nicht. Außerdem wären die wahrscheinlich ineinander reingeraten, so wie ich die Helfer kennen und dann hätten wir hier ja, eine riesen Karambolage gehabt. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ich finde, dass es hier für 3 Uhr morgens extrem hell ist. Oder finde nur ich das? Und sobald man dann Licht anmacht, kommt es mir wieder dunkel vor. Als würde dieser Spiel sich dann denken, oh, der macht Licht an, dann müssen wir den zeigen, oh, das Licht bringt was, wir machen mal dunkel. So. Fahren wir mal schön hier lang. Hoffentlich schaffen wir das alles in der Zeit. Da bin ich ja echt gespannt. Hier lang. Gespannt. Mit dem Trabant. Haha. In die Richtung geht's. Wäre fast die falsche Richtung gewesen. Aber auch mal ein Lied weiter. Ist mir jetzt auch schon wieder zu nervig, immer das Hektische. Und dann könnt ihr mal schreiben, wie ihr 10-Minuten-Parts findet. In der Schulzeit werde ich das nicht machen, da mache ich 15-Minuten-Parts, aber am Wochenende könnte ich statt 15 Minuten 2x20 hochladen, wenn ihr das denn, 2x10, wenn ihr das gut findet. Also insgesamt 20. Ja. Ist nur ein Angebot. Wenn ihr das gut findet, ja sagen, wenn nicht, nein. Und wenn ihr gar nichts schreibt, dann mache ich das so, wie ich das möchte. So zum Beispiel wie jetzt dieses Wochenende. Landfischer Simulator ist seit relativ kurzer Zeit erst auf dem Markt. Ich habe fast gar nicht gespielt. Ich hatte viel andere Sachen zu tun. Und da habe ich dann auch richtig Lust zu spielen. Da denke ich mir dann, machst du mal ein bisschen mehr. Auch gerade, weil die letzten Tage nicht so wirklich was kam dann. Wegen dem, ja, kleinen Renderproblem, sage ich mal.
Gut. Die Aufnahmen, die ich bis jetzt hochgeladen hatte, oder naja, das ist jetzt schon wieder nicht aktuell, die ich bis vor ein paar Tagen hochgeladen habe, bis Freitag müsste das ungefähr sein, die waren alle, ja, noch am Release-Tag entstanden. Dann hatte ich eine kleine Pause, ich habe ja meinen PC neu aufgesetzt und alles Mögliche. Also da wurde schon ordentlich gearbeitet, kann man sagen. Ich war da nicht so faul, sondern eher so aktiv. Man kann hier, glaube ich, auch abkürzen. Hab ich so im Gefühl. Hab ich jetzt wirklich mal so im Gefühl. Nein. Doch. Schaffen wir. Ja, so eine Steigung hier, die packt so ein Radlader ja dreimal. Oh, jetzt hier noch das. Schon ein bisschen huckelig. Da hatte ich jetzt aber Angst, dass uns das Paket runterfällt. Schön wäre jetzt auch, wenn das in den Fluss fällt und wir das dann da rausfischen können. Naja, schön ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich sag mal, es wäre amüsant und ärgerlich. So, mal gucken, was gleich am Hof geht. Wie weit die Maschinen da sind. Wir konnten ja jetzt ungut wechseln, weil wir das Ganze ja zeitlich hinkriegen wollten. Weil wir dann einfach 10.000 hier abstauben, das ist auch schon ganz gut. Relativ wenig Arbeit. Und am Anfang braucht man halt jeden Groschen, sag ich mal. Könnt ihr euch für auch für eure eigene Karriere hier merken. Am Anfang wirklich hier die Aufträge, da lohnt sich so der kleine Weidemann echt. 11.000 plus 600, boah, das 105.000 haben wir schon. Wir können jetzt echt langsam Traktoren kaufen. So, was auch heißt... Was auch heißt, wir brauchen erstmal den hier und laden den Drescher ab. Weil wir natürlich an unser gutes Raps rankommen wollen. Noch 4 Stunden haben wir, um abzuladen. So. Einnahmenmission heute fast 20.000. Sonstiges, ja, das sind dann die Bonuszahlungen, 1.100. Also wenn man das besonders schön in der Zeit geschafft hat. Aber gut, wir lassen uns hier nochmal richtig voll laufen. Wie viel geht hier wohl rein? 4,8 oder 4,7 so ungefähr. So, auf jeden Fall der Rote, der hat hier mit dem 20-Tonnen-Hänger eigentlich keine Probleme, den kann der gut bewegen. Dann legen wir hiermit mal los. Wie weit ist eigentlich, gucken wir mal hier im Shop, der vergleicht zwischen dem Schneidewerk 3,50 Meter war das. Und jetzt gehen wir mal zu den Grober, der ist 3 Meter, okay. Dann sollte der eigentlich schneller sein, der Drescher. Und der hat auch hier nur noch 2 Bahnen. Dann sollte das alles passen. Was machen wir so lange? Hä? Helfer anstellen. So, gib Gas. Manometer. Fährt der nicht los? Habe ich den dann eigentlich schon losgeschickt? Ich glaube schon. Also das wundert mich jetzt, wenn ich den wirklich nicht losgeschickt habe. Eigentlich ist dieser Traktor ja eine richtig gute Wahl. Der hat ja ziemlich viel Power. Nur der kostet halt viel im Unterhalt. Und aber dafür ist er dann halt so günstig. Von der täglichen Rate an Betriebs- und Unterhaltungskosten. Da. Ja. So, dann lass mal hier knattern. Das ist jetzt, beide sind vom Helfer gesteuert. Letzte Reihe jetzt hier für den hier. Noch höchstens also Rohr ausbauen. Gut, gleich ist der Helfer fertig. Setzen wir den gleich aufs nächste Feld. So, und wir fahren hier... Ey! So, ausgeschaltet. Da sieht man, das ist jetzt die Textur, wenn es vergammelt. Da hinten sieht man so ein bisschen grün. So grün-weißlich ist es dann. So, Helfer wieder. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Part.